Was ist denn? Ja, ja, wieso trägst du denn mein Kopftuch? Ja, ich war gerade in der Didit-Mach-Mit-Moschee und im Aslantenwohnheim, wo ich neu angekommene Flüchtlinge willkommen geheißen habe. Ja, aber wieso hast du denn dazu mein Kopftuch aufgesetzt? Naja, ich wollte Ihnen halt einen vertrauten Anblick geben, damit Sie sich gleich wie zu Hause fühlen. Aber bei den Moslems tragen doch nur die Frauen Kopftücher. Warum? Ja, weil sie ihre Haare bedecken müssen. Das ist bei dir doch schon deswegen nicht nötig, weil du fast keine Haare mehr hast. Also komm, ein paar Strähnen habe ich schon noch, ne? Und außerdem muss ich die Plattenstellen doch bedecken, ja? Sonst bekomme ich im Sommer einen Sonnenbrand auf die Glatze und im Winter wird sie nass und beides schadet der Gesundheit. Doch. Trotzdem, ja. Du musst das Kopftuch abnehmen, denn Männer tragen keine Kopftücher. Männer tragen Kappen, Mützen oder Hüte. Und was ist mit den Piraten? Bist du vielleicht ein Pirat? Naja, ich war immerhin eine Zeit lang Mitglied in ihrer Partei. Jetzt nimm doch dieses Kopftuch ab, weil auf die Asylbewerber wirkt das nicht vertraut, sondern befremdlich. Und es geht schon gar nicht, dass du ihnen gegenüber mit einer Bierflasche auftrittst. Ja? Der Prophet hat den Moslems den Alkoholgenuss verboten. Und warum trinken Sie dann Raki? Das ist für Sie kein Alkohol, das ist Medizin. Aha, dann ist Bier und Wein auch Medizin. Ne? Und außerdem sollen sich ja die Flüchtlinge bei uns auch integrieren. Ja? Und wie kann sich denn auf Dauer jemand in Heilbronn integrieren, wenn er kein Weintrinker wird? Das geht doch gar nicht. Das stimmt. Ja. Übrigens. Muss ich dich gerade was fragen? Und was hältst du denn davon, wenn wir beide Moslems werden? Meine Güte! Ja, wie kommst du denn auf diese aberwitzige Idee? Naja, ich habe sie vom Alfred, du kennst doch meinen Freund, den Alfred Meyer. Ja? Der hat mir gesagt, dass er demnächst zum Islam übertreten wird. Ja, wieso das denn? Er will halt seine familiären Verhältnisse in Ordnung bringen. Ja, was will er denn da ordnen? Der ist doch seit 10 Jahren verheiratet. Das schon, ja, aber er hat doch auch 2 Lebensgefährtinnen und die möchte er ebenfalls heiraten. Und bei den Moslems sagt er, Alfred, ist das erlaubt, der übrigens dann auch den Namen ändern möchte. Er will dann Abdullah Meyer Ali heißen. Also dieser Meyer Ali, der will deshalb Moslem werden, weil er die Polygamie für sich recht ernst. Ja. Hast du auch was mit anderen Weibern? Ich doch nicht, nein. Ich bin dir treu, Schatz, nein. Also wenn ich konvertiere, dann doch aus anderen Gründen. Ja, welche denn? Na, wegen der Ordnung. Du weißt doch auch, dass es bei uns in letzter Zeit drunter und drüber geht. Naja, weil sich keiner mehr an die Gesetze hält. Seit die viel zu lasch sind, das wäre ganz anders, wenn in ganz Deutschland die Scharia gelten würde. Aber die ist doch so furchtbar brutal. Und außerdem ist Deutschland kein Kalifat. Ja, noch nicht. Na? Aber es gibt ja nun eine Kommission, die will eine entsprechende Verfassung ausarbeiten, wie man hört. Und außerdem soll die Rechtsordnung der Scharia probeweise in die deutsche Rechtsordnung eingefügt werden. Ja, das probiert man aus. Was würde sich denn dann ändern? Ja, da gibt es dann einige Strafandrohungen, die dann anders sind. Zum Beispiel wird Folgendes angedroht: für die Beleidigung hochstehender Politiker Zunge ab. Ja? Für Diebstahl Hand ab. Für Demonstrieren Fuß ab, für Sittlichkeitsverbrecher Schwarz. Oh, das ist ja grausam. Man kann doch den Männern nicht ihre besten Stücke abhacken. Ja, Moment, der Kopf, der kann ihnen auch nicht abhacken. Weil dazu müsste ja erst die Todesstrafe wieder eingeführt werden. Ja, aber das ist nur noch eine Frage der Zeit. Ja, glaubst du wirklich, dass man die Todesstrafe wieder einführen möchte? Ja, sicherlich. Schau doch, im Fußball ist das Köpfen bereits erlaubt. Und bei der Bundeswehr, da übt man bereits das Erschießen anhand von Pappkameraden. Ja, darf die Bundeswehr denn das?
das ist umstritten, aber da gibt es den alternativen Vorschlag, das Amt des Bundeshenkers wieder einzuführen. Nein, also ja, muss das denn alles sein? Da kriegt man ja Angst. Du brauchst keine Angst zu haben. Pass auf, ich weiß, wie man die Angst abbaut. Am nächsten Samstag findet doch die erste Rechtsprechung nach Scharia statt, öffentlich im Berliner Olympiastadion. Ja? Und das wird live im Fernsehen übertragen. Das schauen wir uns an, dann wirst du sehen, dass alles in Ordnung ist. Ja, ja, und wie läuft sowas denn ab? Ja, zunächst kommt der Gefangenenchor, der JVA Bruchsal, und der singt dann das Lied Scharia, 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 oh, oh. Ja. Ja, und dann werden die Verurteilten dem Publikum vorgeführt. Ne? Aber wozu das denn? Ja, man möchte das Publikum in die Rechtsprechung mit einbinden. Die dürfen dann die Verurteilten zum Beispiel bespucken. Ernst? Ja. Da müssten ja im Publikum schon viele Kunst- und Weitspucker sein. Ja, wie man hört, sitzen in der ersten Reihe die Fußballer aus der Bundesliga. Ja, und übrigens, dann zum weiteren Verlauf, dann kommt es zum ersten Strafvollzug. Da bekommt einer, der verurteilt worden ist, 25 Patschenhiebe. Bestimmt mit nacktem Oberkörper. Hm. Aber was hat er denn gemacht? Ja, der hat in der Bild-Zeitung eine Karikatur von unserer Kanzlerin als Kopftuch tragende Landesmutti da untergebracht. Pfui! Es wird Zeit, dass man diesen bösartigen Karikaturisten das Handwerk legt. Das sag ich doch, ja. Und dann nach der Auspeitschung gibt es dann eine Steinigung. Wer wird denn gesteinigt? Ja, der Name der Verurteilten, der ist noch nicht ganz haus. Man will auch die Spannung erhöhen. Darf das Publikum per Telefon abstimmen? So viel, ich weiß nicht, weil es ist schon durchgesickert, es soll sich bei der Verurteilten um eine Bundestagsabgeordnete handeln. Ja, aber was hat die denn gemacht, dass sie so hart bestraft wird? Ja, was denn wohl? Sie ist fremd gegangen und ist bei dem Seitensprung erwischt worden. Aber sag ernst, wie kann sie denn gesteinigt werden, wenn die Todesstrafe doch noch gar nicht erlaubt ist? Ja, das ist eine Zwischenlösung, ja. Also wenn sie schwer verletzt worden ist durch einen Wurf, dann soll die Steinigung abgebrochen werden. Mit dem finalen Wurf möchte man warten, bis die rechtliche Grundlage dazu kommt. Also wenn deine Einschätzung stimmt, wird das ja sehr bald soweit sein. Da bin ich mir sicher. Und dann ist in Deutschland endlich wieder alles in bester rechter Ordnung. Ja.